Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anna Extended Edition. Wir sind jetzt inzwischen dem Rätsel immer dichter auf den Fersen und haben jetzt in der letzten Folge ein Buch gelesen, was wir hier in dem Regal gefunden haben. Da geht es um ein weiteres Ritual und werden jetzt mal kurz Revue passieren lassen, was unser Protagonist denn da so aufgeschrieben hat. Laut einer der Schriften, die ich gelesen habe, haben Anhänger von Annas Kult, die um jemanden trauerten, Asche aus der Verbrennung seltsamer Elemente auf ihrem Kopf verteilt. Es heißt, man müsse die Symbole des Verlusts und die Zeichen der Erneuerung mit etwas Brennmittel in einem Behälter verbrennen. Okay, also dieses Tagebuch hier übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ist mit hundertprozentiger Sicherheit Teil der Extended Edition. Also dieses Tagebuch hat es quasi in der normalen Edition des Spiels gar nicht gegeben. Und das finde ich schon relativ krass, weil in dem Buch hier stehen ja die Sachen nochmal wirklich gut auf den Punkt gebracht. Also da stehen halt auch nochmal so Tipps drin, die man halt eigentlich den Dokumenten entnehmen soll. Also da geht halt relativ viel Rätselei dann eben für drauf. Trotzdem finde ich, dass hier teilweise Sachen fehlen. Die wichtigsten Sachen sind hier zwar erklärt, so quasi so ein kleiner roter Faden, aber ich finde einfach, dass so ein paar Kleinigkeiten, klar, man kann auch selber drauf kommen, indem man doof rumprobiert, aber irgendwie fehlt da was in dem Spiel. Also einfach so ein gewisser Kniff, dass man halt auf die Sachen kommt, teilweise. Aber gut, es ist, glaube ich, doch schon wesentlich einfacher geworden im Vergleich zur Standard-Edition. Also sie haben sich schon nochmal Mühe gegeben. Ich versuche jetzt einmal hier die Kerze reinzustellen. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, das hat schon mal funktioniert. Sehr gut. Kann man die auch wieder wegnehmen? Nein. Wir müssen uns dann gleich nochmal durchlesen, wie das Ritual funktioniert. Ich finde das echt ein bisschen gruselig mit diesen Händen hier. Aber zuerst wollte ich jetzt gerne mal in das Schuhmacherzimmer. Denn da müssen wir rein. Werkstatttür. Okay. Irgendwie kommt der mit dem Nebel nicht so richtig klar. Da leckt das Spiel manchmal. Oh, guck mal, hier ist wieder ein neues Symbol. Irgendwie ist das Eis oder Glas oder was soll das sein? Oder irgendein anderer Glibber, man weiß es nicht. Hier ist überall eine rote Flüssigkeit. Für Blut ist es eigentlich zu durchsichtig. Finde ich. Okay, wir versuchen mal hier die Puppe reinzustecken. Aha. Das klappt schon mal. Und werden dann mal das Werkzeug benutzen. Wenn die Statue fixiert ist, sollte es kein Problem sein. Na, was finden wir da jetzt drin? Ich habe ein Loch in die Statue gemacht. Es ist etwas darin. The things I do for love. Was steht da dran? Irgendwas mit Sucks. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, unten rechts. Das Achievement, das ist immer unterschiedlich, ob er das mit aufzeichnet. Aber ich meine, Fraps zeichnet das mit auf. Die Achievements von Steam. Also, okay. Ich kann den Schraubstock jetzt nicht öffnen. Ich zerstöre vielleicht die Statue und verliere ihren Inhalt. Okay, also er hat... Ah, durchbohrte Venus. Ich habe ein Loch in die Venus gebohrt. Ich habe eine Perle darin gefunden. Eine Perle. Und wo hast du die Perle hingetan? Ach, da. Ich brauche diese kleine Statue nicht mehr. Okay. Was haben wir da gefunden? Eine Perle. Kannst du damit irgendwas... Kannst du uns irgendwas sagen zu der Perle? Oder anscheinend nicht. Wir können sie nur benutzen. Er kann dazu nichts sagen.
Bin gespannt, wofür wir die noch brauchen. Oh Gott, wir haben so viel Zeug im Inventar. Das finde ich übrigens auch ein bisschen heftig. Wir haben auch Sachen im Inventar, die wir von am Anfang gefunden haben und immer noch nicht gebraucht haben. Maske auf Holzkopf. Okay, ich werde jetzt mal was probieren, was ich auch leider noch dem Walkthrough entnommen habe. Da wäre ich auch, glaube ich, wieder selber nicht drauf gekommen. Wir haben hier ja immer noch dieses Ding. Und da habe ich mich ja auch schon am Anfang drüber gewundert. Ich glaube, wir müssen da jetzt dieses Ding einklemmen, wa? Nein. Irgendwas müssen wir damit auf jeden Fall machen. Ich weiß, dass wir uns irgendwie diese Maske jetzt zusammensetzen müssen. Maske auf Holzkopf. Beziehungsweise wir müssen irgendwie diesen Holzkopf von der Maske trennen. Genau so war das, glaube ich, gedacht. Ja, genau. Also hiermit können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Nee. Ich versuche mal, das zu kombinieren, aber das geht nicht. Okay. Können wir denn die Maske mit dem Ding... Ah, diese Klinge ist sehr groß. Ich muss sie deshalb an etwas zur Unterstützung befestigen. Außerdem ist sie komplett verrostet und wird wohl nicht zum Schneiden geeignet sein. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier machen müssen. Aber wir brauchen, glaube ich, noch irgendein anderes Stößel. Stößel. Wir brauchen noch irgendetwas anderes. Eisenstange. Nein. Ach ja. Wieder wild Dinge kombinieren, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass es hier jetzt weitergeht. Okay, ich weiß nicht, ich lese nochmal. Diese Klinge ist sehr groß. Ich muss sie deshalb an etwas zur Unterstützung befestigen. Außerdem ist sie komplett ver... Ja, ich will das ja befestigen. Du. Huch. Ich hasse es, dass die einen verfolgt. Ist hier vielleicht doch nochmal einklemmen oder so? So, da gab es eine kleine Unterbrechung. Das Spiel kommt leider nicht damit klar, wenn man zwei Bildschirme angeschlossen hat und dann aus Versehen an den linken, auf den linken Bildschirm kommt. Dann lässt sich das Spiel nämlich nicht mehr maximieren und alles ist doof. Und deswegen musste ich leider jetzt die Aufnahme einmal kurz unterbrechen, aber es geht direkt weiter. Und wir haben uns ja noch gar nicht komplett umgeguckt, weshalb ich jetzt dieses Vorhaben, was ich da hatte mit dieser Klinge da erstmal nach hinten schiebe und mich mal weiter umschaue. Denn wir haben uns ja noch gar nicht so richtig umgeguckt. Huch, was ist das denn? Tafel. Okay. Und noch eine. Was sind das denn für Dinger? Tafel. Kannst du dazu was sagen? Nein. Oh. Und noch eine. Drei Stück. Was ist hier? Ofen. Asche eines Herzens. Ich werde einfach welche nehmen. Ah, okay, das ist, das werden wir wahrscheinlich noch für das Ritual brauchen. Da, was ist mit den Stühlen los? Da stand ja was, dass man irgendwie Asche von einem Verstorbenen braucht. Okay, dann werden wir mal... Oh, jetzt steckt hier ein Sägeblatt in der Wand. War das immer schon so? Und dieses Blatt Papier ist weg. Das war doch da immer. Jetzt ist es weg. Okay. Ja. Ist ja gut. So, zerbrochene Tür. Ich finde das immer blöd, weil
Diese komischen Geräusche, die kann man eh nicht orten, weil die nirgends herkommen. Okay, in dem Raum haben wir uns noch nicht umgeguckt. Hat sich da irgendwas verändert? Hier ist noch eine Tafel. Jetzt haben wir schon 4 von den Dingern. Lass mich durch. Das Wasser ist auch wieder dunkel, ne? Die Lampe ist weg. Ja. Hier, der ganze Mechanismus fehlt. Witzig. Und noch eine Tafel. Und was ist das? Bild an der Wand. Okay, das sieht aus wie ein Keim, der langsam sprießt. Beziehungsweise, ja. Bild an der Wand. Ja, was haben wir denn hier? Ein Baum, der um irgendetwas drum gewickelt ist. Oder Wurzeln. Jedes einzelne Samenkorn hat seine eigene Kraft. Mach dich für das Wunder des Lebens bereit und gib etwas Wasser dazu. Okay, das scheint mir fast sowas wie ein Tipp zu sein. Haben wir denn unsere Feldflasche noch? Ist da noch was drin? Volle Feldflasche. Können wir denn... Das habe ich auch noch nicht probiert. Huch. Hilfe. Hat uns das jetzt wehgetan? Ja. Das hat uns wehgetan. Ich frage mich, was passiert, wenn diese Anzeige hier leer ist. Auf jeden Fall ist da ein Zusammenhang von, wenn dieses rote Auge da ist, dann leert sich die Anzeige hier. Okay, der Tisch wurde verschoben und seine Schublade geöffnet. Ich bin nicht allein hier. Ach, sag bloß. Was für eine Schublade? Doch gar keine Schublade. Oder hier war mal eine, aber die ist irgendwie weg. Vielleicht ist er auch umgedreht worden. Ich weiß es nicht. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt hier alles gesehen. Was wir sehen sollten. Hier ist noch eine Leiter. Hier haben wir eigentlich alles weggenommen. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist Zement. Okay. Hier noch irgendwas Neues. Außer hier dieses Symbol. Können wir denn hier schon irgendwas machen? Die Kerze schon mal anzünden zum Beispiel. Jetzt muss ich nochmal nachlesen, was man für dieses Ritual braucht. Steht das im Notizbuch nochmal zusammengefasst? Auge juckt. Da, genau. Diesem Buch zufolge muss man eine spezielle Kerze neben einem besonderen magischen Symbol entzünden. Neben ist gut. Mittendrin. Um das Kerzenwachs mit den Eigenschaften des Blutes einer Frau zu versehen. Damit man es für gewisse Rituale nutzen kann. Okay, also müssen irgendwie... Oh! Rotes Wachs, eine blutrote Kerze. Okay, die ist jetzt runtergebrannt. Und dann? Was müssen wir jetzt machen? Sie sieht fast aus wie ein Blutfleck. Was müssten wir denn jetzt nochmal machen? Rituale unserer Herren. So. Ich lese gerade mal, was wir jetzt noch machen müssen hier.
Reine rote Kerze. Diese Kerze muss von sauberen Händen in das in diesem Kodex wiedergegebene zeremonielle Symbol gestellt werden. So, dann muss der Zeremonienmeister den Docht entzünden und betend warten, dass keine Tropfen geschmolzenen Wachses von den gereinigten Kerzen herabtropfen. Und dann, was muss man dann machen mit dem Blut? Ach so, das war jetzt nur das. Ach so, okay, das war jetzt nur das Ritual für das Blut. Jetzt müssen wir das Wachs irgendwie einsammeln, denke ich. Nur wie? Vielleicht mit dem Becken? Nee. Was? Ein Behälter, der an Ringen aufgehängt werden kann. Okay. Also irgendwie müssen wir ja mit dem Blut jetzt irgendwas machen. Ich bin mir nur gerade schon wieder nicht mehr so ganz sicher, was. Vielleicht hier nochmal gucken. Wofür brauchte man denn das Blut nochmal? Was steht hier? Nee. Okay, das... Ah, okay, wir haben... Okay, ich versuche das jetzt mal gerade ein bisschen zu sortieren, weil ich habe ehrlich gesagt Probleme, diese ganzen Rituale auseinanderzuhalten. Also wir haben einmal das Blut der Göttin. Das haben wir jetzt hier hergestellt. Und wir haben das Blut des ewigen Baums des Lebens, oder wie das Ding heißt. Das wir noch irgendwo anders... anscheinend. Von dem wir noch irgendwo anders anscheinend gelesen haben. Okay, hier ist noch ein Ritual. Ritual der Eheschließung. Genau, das war das Blättern des wohlbekannten Baums des Lebens. Braut trug das übliche bla 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 bla. Wir müssen das Blut ja jetzt irgendwie benutzen. Mit irgendwas. Dieses Geknarze, ne? Kinderhaube, nein. Tafel? Nein. Irgendwie fehlt uns noch die entscheidende Info. Also habe ich zumindest das Gefühl, oder? Ich habe wieder irgendwas übersehen. Das ist natürlich immer möglich. Wir gehen mal kurz weg. In der Werkstatt war ja nichts mehr, oder? Ich will mal kurz was ausprobieren. Wir hatten doch hier noch diesen Spiegel. Wo ist er? Spieglein, Spieglein an der Wand. Da ist er ja. Genau, hier haben wir nämlich... Sie erinnern mich an die früher in Blutritualen verwendet wurden. Ach, sag bloß. Okay, dann haben wir vielleicht auch schon unsere Stelle, wo wir das Blut benutzen müssen. Becken. Was müssen wir jetzt in das Becken reintun? Ja. Wir probieren es mal mit der Asche. Nein, die Asche ist es schon mal nicht. Die Haare. Ja. Die Haare müssen auf jeden Fall schon mal rein. Aber was noch? Perle? Nee. Was ist das für ein Ritual? Da hatten wir doch auch irgendein Buch zu.
So, Rituale, bla bla bla. Asche auf dem Kopf verstreut, welche durch das Verbrennen des Zeichens... Ah, okay. Ein Brennmittel, das bereits für die Rituale verwendet wurde, und ein Teil der Leiche des Verstorbenen. Der Kelch muss vor einer Oberfläche positioniert werden, die geeignet ist, um den Willen der Göttin zu empfangen. Ja, dann wird das hier wohl das sein. Aber was ist mit Teil der Leiche? Gut, Teil der Leiche ist wahrscheinlich das Herz des... ist wahrscheinlich die Asche von dem Herz. Und aber was ist mit dem Brennmittel gemeint? Ist das ist damit... Ups. Warte mal, ich speichere mal gerade. Lieber nicht, dass ich gleich wieder irgendwie... gleich das Spiel wieder abstürzt. Das vielleicht. Okay. Also jetzt haben wir in das Becken Kinderhaare und Öl getan. Und jetzt müssen wir es anzünden. Noch nicht fertig. Asche eines Herzens. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir die Asche auf uns selber packen müssen. Also irgendwo müssen wir ja mit der Asche jetzt hin. Stand ja jetzt drin, dass man das auf den eigenen Kopf verstreuen soll, aber... Huh. Scheint nicht zu gehen. Schade. Da fehlt was, aber was? Also wir haben einmal normale Asche und einmal Asche des Herzens. Ring. Nee. Bin schon wieder am Raten. Das ist echt blöd. Schuhmacher und Mörder. Der Schuhmacher, besessen von seiner Suche nach Anna, hat seinen eigenen Bruder getötet. Ja. Ahornblätter und die in der blutgetränkten Wiege. Ich habe ganz klar meine Stimme gehört. Ich weiß nicht, was diese komischen Karten da oben sollen. Laut dieser Unterhaltung habe ich eine Statue aus einer Kirche gestohlen. Aber warum? Vermutlich, um Anna anzubeten. Wie wir uns schon wieder hier aufhalten und ich weiß nicht, was ich machen muss. Steht im Buch noch irgendwas? Hier. Asche aus der Verbrennung seltsamer Elemente. Wieso sind seltsame Elemente? Ich dachte, es geht um die Leiche von jemandem. Symbole des Verlusts und Zeichen der Erneuerung. Was ist denn Symbol des Verlusts? Ein Symbol des Verlusts. Asche, oder nicht? Also ich finde, Asche ist durchaus ein Symbol des Verlusts. Weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber meiner Meinung nach definitiv. Und Zeichen der Erneuerung ist ja... Das ist ja eigentlich sowas wie... Was wir da an der Wand gesehen haben, so ein Samenkorn oder so. Aber den haben wir nicht. Perle ist kein Zeichen der Erneuerung. Blöd. Da steht's schon drin und trotzdem weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Ja. Vor allem, man ist sich ja auch irgendwie nie sicher, ob man irgendwas übersehen hat.
Okay, man kann sich diese Symbole, diese Tafeln angucken. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie weiter. Okay. Das sind auf jeden Fall verschiedene kreisförmige Symbole. Sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Also irgendwas fehlt in diesem Becken und es macht mich wahnsinnig, weil ich es wirklich gerne anzünden würde, aber was sind die Symbole der... Was ist ein Symbol des Verlusts? Also die Sachen, die in Frage kommen, die gehen nicht. Na gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle mal und suchen mal in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid auch wieder dabei beim nächsten Mal und das Ganze macht euch immer noch ein bisschen Spaß zuzugucken, auch wenn es immer nur sehr stockend vorangeht. Huah! Oh, Alter! Oh mein Gott, ja super, toll, danke. Also dieser Mund, der macht einen echt fertig. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.